werde den Typen so, dann wird er ohnmächtig. Und ich lasse ihn los, weil ich weiß genau, der ist jetzt Ende. Ja. Stell dir vor, 5 Minuten später wacht er wieder auf und schaut mich an und so, hey Brudi, wolltest du mich gerade um die Ecke schicken? Hey, ich glaube, die Darstellung von Hollywood, wie es über Würger steht, hat schon viele Leben gerettet. Und ich danke Hollywood dafür, weil es hat die Vorstellung verbreitet, dass wenn du ohnmächtig wirst von einem Würger, dass es dann vorbei ist. In Wahrheit aber ist es fast immer so, dass der Gewürgte nach bereits sehr wenigen Sekunden wieder mehr oder weniger verwirrt zurückkommt. Es ist vollständig abhängig davon, nein, nicht vollständig, mehrheitlich hauptsächlich abhängig davon, wie lange du gewürgt wurdest, wie lange dein Gehirn ohne Sauerstoff war. Also wenn du ohnmächtig wirst und der andere lässt sofort los, manchmal bist du schon so hart weg und kommst wieder zurück. Wenn du schon ganz weg warst, dauert es vielleicht ein paar wenige Sekunden, bap, und du kommst zurück. Vielleicht hast du sogar noch eine Kontinuität, also du wächst auf und dir ist bewusst. Wenn du vielleicht 5 oder 10 Sekunden über die Ohnmacht hinausgewürgt wurdest, dann wächst du vielleicht 30, 60 Sekunden später wieder auf und kannst dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern, weshalb du ohnmächtig wurdest, bis eine Zeit lang. Und dann steigert es immer mehr. Okay, spätestens ab 2 Minuten sind bleibende Hirnschäden zu erwarten und es wird lange dauern, bis du wieder aufwachst. Und so weiter. Also, ich hatte ja letztes Jahr ein sehr furchtbares Erlebnis mit meinem kleinsten Sohn und da dauerte es extrem lange, der ist dann etwas fast erstickt, bis er wieder vollständig wach geworden ist. Und im äußersten Fall wird jemand nie mehr wach. Nach etwa 3 bis 5 Minuten über den Würger hinaus, über die Ohnmacht hinaus, ist zu erwarten, dass dieser Mensch nie mehr aufwachen wird. Also es gibt alles zwischen kurz weg und wieder da, im Augenblick, bis die Augen gehen nie mehr auf. Meistens aber eben merkt der Würgende ziemlich schnell, oder zumindest der Schiedsrichter oder der Coach im Training, dass einer ohnmächtig geworden ist und dann dauert es meistens 10 bis 30 Sekunden und dann ist der andere wieder da. Ich betone aber an dieser Stelle nochmal eben, es ist gleichzeitig, sollten wir uns beruhigen, es ist okay, es ist nicht so schlimm fast immer, aber es ist immer ein gewisses Risiko da, dass etwas Schlimmeres passiert. Und deshalb sollte man aufpassen, vermeiden. Keiner sollte ohnmächtig werden, alle sollten im Training stets bei Bewusstsein bleiben. Auf das sollte man achten. Früh genug tappen, notfalls auch mal einen Würger loslassen, wenn man merkt, der andere wird nicht, tappt nicht oder ich bin nicht sicher, was los ist. Und der Trainer sollte hier auch ein besonderes Augenmerk darauf richten. Ist auch der Grund, weshalb ich mich im Training niemals ohnmächtig würgen lasse, weil ich bin der Trainer und ich kann nicht darauf vertrauen, dass die anderen das schnell genug merken. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet und ich hoffe, das weckt auch ein bisschen so ein Bewusstsein dafür, dass man mit Würgern auch nicht herumspielen sollte. Sondern Kampfkunst ist etwas Seriöses, was man mit einem seriösen, professionellen Trainer üben soll. Nicht einfach zu Hause mit seinem Bruder irgendwelche gefährlichen Techniken üben.